Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Podcast. Erneut mit Martin Spätling von Leckerbar. Wir haben in der letzten Episode mit ihm über seinen Umgang in der Krise und wie er jetzt gerade durch die Krise geht, gesprochen. Und Martin, ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist und uns erzählen möchtest, ja, warum du jetzt in der Lage bist, so in der Krise zu reagieren, wie du reagierst und vor allem so entspannt damit umzugehen, zu sagen, mir kann noch gar nichts passieren. Und ja, herzlich willkommen hier zum nächsten Teil, zur neuen Episode. Ich freue mich gleich über die Einblicke mit dir, mit Insolvenzerfahrungen und ja, der Lockerheit, mit der du schon damals die ganze Sache angegangen bist. Hallo Steffen, freue mich drauf. Gerne. Lass uns doch direkt einsteigen. Also wir haben eben festgestellt in der Episode vorher, dass du diese Krise als Chance siehst und nicht als Bedrohung und dass du sehr, sehr angstfrei schon vom ersten Tag an mit deiner Frau in diese Krise gestartet bist. Für den Hintergrund, wer jetzt hier neu zuhört, du hast zwei Läden, zwei Restaurants, Fastfood, gesundes Fastfood in Freiburg. Einen mit meiner Frau zusammen, ne? Wir machen das zusammen. Zu zweit, ne? Mit ein paar Mitarbeitern noch dabei, ja. In Freiburg. Einen musstest du jetzt in der Krise schließen, weil da auch wenig Publikumsverkehr jetzt in dieser Zeit war, während der andere noch ein bisschen mehr aufwies. Und dort hast du dein Sortiment reduziert und verkaufst an der Tür Gläschen, Chili con Carne, Suppen und Ähnliches, die sowohl jetzt sofort quasi gegessen werden können, als auch ein paar Wochen haltbar sind im Kühlschrank. Mhm. Und du hast einen Bus reaktiviert, den du aus Zeitgründen hast einschlafen lassen mit deiner Frau zusammen, um vor Supermärkten und Bäckereien zu deine Suppen und deinen Chili con Carne anzubieten. Und das läuft soweit auch gut während der Krise. Und insgesamt siehst du das Ganze eher als Chance und warst, wie schon eben gesagt, vom ersten Moment an angstfrei. Und da würde ich gerne mit dir einsteigen. Wie kommt das? Welchen Rucksack hast du mit in diese Krise mit reingebracht und kannst dich da jetzt aus dem Rucksack im positiven Sinne bedienen? Ja, der Ursprungsrucksack muss, glaube ich, meine Familie gewesen sein, meine Ursprungsfamilie, die mich so erzogen haben. Dass es so ist, nehme ich mal stark an, weil ich habe mir nicht irgendwie gesagt, so jetzt bin ich angstfrei, ich war es einfach. Und ich habe es auch in der ersten Episode schon gesagt, bin nicht jemand, der irgendwie also Panik schnell hat und der auch richtig Glück gehabt hat im Leben bis jetzt, sage ich mal so, keine schlimmen Sachen erlebt hat, wie Krieg, Trennung, Verlust, Tod, irgendwie solche Sachen, bin ich zum Glück von verschont geblieben. Und das heißt, ist auch nicht so, dass ich nie irgendwie Angst habe oder sowas. Also das ist auch nicht so. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der nach vorne guckt, der sich nicht einschüchtern lässt und der auch nicht panisch wird. Weil ich glaube einfach, dass da kommt man nicht weiter. Da blockiert man sich selber und das ist der falsche Weg irgendwie. Aber das ist nicht von mir gemacht. Das ist nicht intellektuell gedacht. So, jetzt muss ich mal angstfrei sein. Haha, jetzt bin ich mir angstfrei. Sondern es war so in mir drin. Und du hast gesagt, es auch nicht trainiert im Vorfeld, so Persönlichkeitstraining oder Ähnliches. Nee, ich habe es nicht trainiert. Nee, genau, ich habe es nicht trainiert. Und ich habe es, also wo ich eine gute Erfahrung gemacht habe von der angstfreien Geschichte, ist, worüber wir heute sprechen wollen, war vor 20 Jahren, ungefähr 1997. Da hatte ich einen kleinen Laden in Freiburg und habe Lederjackenmaß angefertigt gemacht. Es lief ziemlich gut und ich wollte das mit einem Freund vergrößern. Und wir haben uns eine Halle angemietet, haben einen Kredit aufgenommen, der sollte verkaufen, ich wollte produzieren und das ist voll in die Hosen gegangen. Und er konnte nicht verkaufen. Der war Verkäufer in so einem Exquisitladen. Und konnte da gut verkaufen, wenn die Leute auf ihn zukamen, aber so als No-Name in so Edelboutiquen gehen, ging irgendwie nicht. Dann ging das ein Jahr und wir waren pleite, wir hatten jeder 100.000 D-Mark, war es also noch Schulden. Und wir haben dann Insolvenz angemeldet und meine Frau und ich, wir hatten drei Kinder, waren dann auch in der Sozialhilfe. Also Insolvenz nicht nur Insolvenz des Unternehmens, der GmbH oder Ähnliches, sondern volle Privatinsolvenz, sieben Jahre mittelenger schnallen und sowas damit verbunden.
Ganz genau, so heißt es ja dann erstmal. Und auch wir waren damals relativ locker und haben gesagt, hey, was soll's? Also ich meine, wenn du in Indien lebst oder sowas oder selbst in den USA ist das richtig hart, wenn du keinen Job mehr hast, dann kannst du echt verhungern, dann musst du betteln gehen. Aber hier in Deutschland ist wirklich alles safe, da können wir uns super glücklich schätzen. Werden wir immer eine Wohnung haben, werden immer was zu essen haben und wenn wir dann gesund sind, ist alles toll. Ne? Also zumindest mal 95% oder 90%. Und wirklich Angst muss man nicht haben. Und das ist, glaube ich, auch die Grundvoraussetzung für neues Denken, für wie können wir weitermachen, wenn du angstbesessen in deiner Ecke sitzt. Dann hast du den Kopf nicht frei für zu gucken, wie geht's weiter. Und ich war total froh, dass auch meine so gedacht hat und dass wir beide da sehr entspannt waren, wenn du zusammen mit jemandem bist und der andere hat dann aber die Panik oder denkt ganz anders, dann funktioniert es auch nicht. Das heißt, wir hatten einfach auch Glück, dass wir beide irgendwie so daran geglaubt haben, dass es irgendwie gut ist. Und wir hatten eine ganz entspannte Zeit und haben uns nicht klein gefühlt. Ich habe mich nie in der Zeit irgendwie, oh, jetzt, ich armer Tropf, mit Sozialhilfe oder so, mit, oh, ich muss ausschalten, sorry. Ich armer Tropf, ich habe Sozialhilfe, die fürchterlich, jetzt muss ich mich aber schämen oder sowas. Ne? Ich habe gedacht, hey, ich war jahrelang selbstständig, ich habe eingezahlt in dieses Sozialsystem. Jetzt hat es mich halt erwischt und man muss auch sagen, man macht immer Fehler. Wenn man was macht, macht man Fehler und Fehler gehören dazu. Wenn du als kleines Kind Fahrrad fahren lernst, musst du auf die Fresse fliegen, um die Balance zu finden. Es geht gar nicht anders. Du kannst nicht fehlerfrei. Wenn du fehlerfrei durchs Leben gehen willst, dann kannst du nichts reißen. Dann bist du nur, um zu gucken, dass alles irgendwie, weißt du, dann bist du nicht, da kannst du nicht ein Business aufmachen. Das geht einfach gar nicht. Dann Dann bist du bist du von vornherein angstgetrieben, schon, bist weil du du Angst vor von den Fehlern vornherein hast. schon angstgetrieben, ne? Und ja, vielleicht ist das auch so ein Beziehungs. Ich komme jetzt gerade drauf, vielleicht ist auch wirklich das so ein Erziehungsding. Ich bin ja in den 60ern groß geworden. Da hat man die Kinder einfach laufen lassen. Ich war 4, 5 Jahre alt. Da bin ich in den Sommerferien morgens aus dem Haus und bin abends wiedergekommen. Und unsere Eltern haben sich überhaupt keine Sorgen gemacht. Und heute drehen die Eltern durch, wenn die Kinder mal eine halbe Stunde nicht da unten auf der Terrasse zu sehen sind. So, ne? Und ich glaube, das hat so ein Grundgefühl gegeben, dass das irgendwie alles gut ist und dass man schon selber irgendwie rocken kann. So. Ich glaube, daher kommt es. Okay, also du bist damals in die Insolvenz gerutscht mit deiner Frau zusammen, Privatinsolvenz. Der Ausblick wäre typischerweise gewesen, 7 Jahre Gürtel enger schnallen, weil alles, was man zu viel in Anführungsstrichen verdient, muss man dann wieder zur Tilgung der Schulden an die Gläubiger zurückbezahlen. Genau. Aber, und da sagtest du, diese Angstfreiheit und die Fähigkeit, frei zu denken in dem Moment, hat dir dabei extrem geholfen, dass du ein Jahr später die Schulden los warst und in der Lage warst, eine Eigentumswohnung zu kaufen, wenn auch nicht komplett Genau. abzubezahlen, aber sie überhaupt zu erhalten und einen Kredit Genau. dafür zu erhalten. Was war dieses Freidenken dabei? Ja, das freie Denken hat im Prinzip hat erstmal dazu geführt, dass solche Ideen kamen irgendwie. Ich habe damals gedacht, okay, ich habe die Bank, ich habe ein paar Lieferanten, die ich bedienen muss und habe dann geguckt, dass ich mit möglichst wenig Leuten in die Insolvenz gehe, mit möglichst wenig Firmen. Habe dann, als ich merkte, das wird jetzt eng, mit unseren Lieferanten Deals gemacht. Ich habe gesagt, hier, ich kann das die letzte Rechnung nicht mehr bezahlen, aber ich kann euch Lederjacken dafür geben, die liegen hier noch oder Reste von Ledern oder was auch immer, so dass ich im Prinzip am Ende nur noch die Bank hatte, mit dem ich in der Insolvenzverhandlung war sozusagen. Und weil wenn du dann mit 30 Leuten rummachst, das ist dann total ätzend irgendwie. Das ging dann gut und dann haben wir gesagt, okay, ich habe sofort den Insolvenzantrag gestellt, weil ich wusste, okay, dann bin ich in 7 Jahren raus aus der Nummer. Ich gebe halt alles ab, was mehr ist, als man damals irgendwie so berechnet. Also gibt es eine Berechnungsgrundlage, irgendwie, die sind über Sozialhilfe war es, glaube ich, oder sowas. Und
dann haben wir das so angeleiert und haben diesen Insolvenzantrag gestellt und haben dann vorher noch geheiratet. Wir wollten sowieso heiraten, haben dann aber schnell geheiratet, weil du dann einen höheren Freibetrag hast. Wenn du mal verheiratet bist, Kinder hatten wir sowieso, ist der Freibetrag halt. Ja, und dann bin ich zur Bank gegangen und habe gesagt, pass auf, ich habe jetzt einen Insolvenzantrag gestellt und ich kriege gerade Sozialhilfe und mein Plan ist folgender. Ich möchte gerne eine Umschulung machen als Multimedia-Producer und wenn ich diese Umschulung bewilligt bekomme, also jetzt dieses Jahr bekomme ich Sozialhilfe, das erste Jahr der 7 Jahre Insolvenz kriege ich dir gar nichts. Nehmen wir mal an, ich kriege sofort die Umschulung bezahlt oder genehmigt, dann bin ich ein Jahr in der Umschulung, kriege ich wieder nichts. Nehme an, ich kriege sofort einen Job im ersten Jahr danach mit Einstiegsgehalt, damals 2.000 Euro oder sowas, 1.000 D-Mark, dann kriege ich wieder nichts. Ich glaube, die Grenze war bei 3,5 oder sowas, D-Mark oder 3,8. Nehmen wir mal an, im darauffolgenden Jahr kriege ich sofort eine Gehaltserhöhung von 500 Euro, kriegt ihr wieder nichts. Und so habe ich es hochgerechnet bis zum 7. Jahr, wo sie, wenn alles super läuft, ich sofort einen Job kriege, jedes Jahr eine Gehaltserhöhung kriegen sollte, kriegt ihr im 7. Jahr ungefähr 6.500 D-Mark. Und von danach Pi mal Daumen 100.000, die ja, sie gerne gehabt hätten. Genau. Und zwar nicht, weil ich es nicht zahlen will, sondern weil ich mache alles dafür, dass es geht, aber mehr kann ich halt auch nicht machen. Und ich biete euch jetzt an, ich zahle euch 10.000 D-Mark jetzt und dann sind wir quitt. Und dann haben die gemeint, ja, okay, machen wir es so. War das ein hartes Ringen? Das war ein reiner Zufall. Mit der Bank? War das ein hartes Ringen mit der Bank, dass sie sich auf sowas eingelassen haben? Das sind ja immerhin 10% der Schulden. Das war total überhaupt kein hartes Ringen. Erstmal war es damals die Ökobank. Die Jungs waren total cool und nett auch. Und das wäre auch, glaube ich, mit jeder anderen Bank gegangen, weil es gab ja keine andere Chance. Wenn du jetzt weißt, du kriegst 100.000 Euro von mir eigentlich, aber du wirst die in den nächsten 7 Jahren niemals kriegen, am Ende vielleicht 5 oder sowas, wenn alles super ist, oder ich biete dir jetzt ein bisschen mehr an, dann machst du das auch, weil, wie sagt man, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also du hast keine andere Wahl. Und genau, ich habe ja nicht was Böses gemacht oder irgendwelche linken Nummern, damit die nicht an ihr Geld kommen. Ich habe alles gemacht, was in meiner Macht steht und mehr konnte ich halt einfach nicht machen. Und diese 10.000 D-Mark haben wir, das war auch ein reiner Zufall, aber ich glaube, die Zufälle, die sind nicht so rein zufällig, die kamen einfach dadurch, wenn du angstfrei bist und offen bist und guckst, dann passieren, dann gehen Türen auf, da passieren einfach Sachen. Und du bist in der Lage, es wahrzunehmen, ne? Das ist das Entscheidende. Genau, das ist das Entscheidende, das wahrzunehmen. Und damals hat unser Vermieter, der wollte das Haus verkaufen, hat uns angeboten, uns 10.000 D-Mark zu geben, wenn wir rausziehen. Und wir haben gesagt, okay, machen wir. Und haben dann damit diese Geschichte abgelöst. Und dann habe ich diese Umschulung machen wollen. Ich hatte damals mit Computern gar nichts zu tun. Ich wusste nicht mal, wie so ein Ding angeht irgendwie. Und habe dann aber gedacht, hey, ich bin 40. Es geht alles mehr in die Richtung, computermäßig, wenn ich mich dafür weiter verschließe, beziehungsweise im Gegenteil, ich muss mich darum kümmern, weil das ist die einzige Zukunft, die ich habe, weil es wird einfach in die Richtung gehen. Ich habe dann alle möglichen Leute angerufen, die mit Computern zu tun hatten. Und bin dann auf eine ziemlich geile Schule gekommen in Berlin und die damals Ausbildung angeboten haben. Und gab es auch in Freiburg einen, aber die war relativ klein und unbekannt. Und ich habe gedacht, wenn ich das jetzt schon mache, dann muss ich auf eine gute Schule gehen. Wie gesagt, ich bin 40, bin nicht mehr so ein Computeranfänger und ich muss dann einfach eine gute Schule hinter mir machen, sonst kriege ich eh wieder keinen Job. Und dann bin ich zum Sozialamt, habe gesagt, hey Jungs, ich will eine Umschulung machen, ich will da raus aus der Sozialhilfe. Könnt ihr das bezahlen? Dann haben die gemeint, nö, musst du zum Arbeitsamt gehen. Wir haben damit nichts zu tun. Bin ich zum Arbeitsamt gegangen, habe gesagt, hey, ich will eine Umschulung machen, ich will da raus. Könnt ihr das machen? Dann haben die gemeint, nee, du hast ja nie als Selbstständiger ein Arbeitslosengeld gezahlt. Geht nicht, machen wir nicht. Dann dachte ich, hä, kann doch nicht sein. Wie geht es denn jetzt weiter? Dann habe ich gedacht, damals waren gerade die Wahlen. Und dann habe ich beim Freiburger Rathaus angerufen und habe gesagt, geben Sie mir mal jemanden von der CDU.
Und dann haben die mich verbunden mit einer Frau Kuri, die auch im Landtag war. Und ich habe gesagt, Frau Kuri, ich war jahrelang selbstständig, habe 3 Kinder und Familie, ich habe gerade Sozialhilfe und ich will da raus. Und die CDU sagt ja immer, ja, hier die Drückeberger, die wollen alle gar nicht arbeiten. Ne? Und dann, ja, ich bin ein waschechter Mann, der jetzt richtig will, aber ich komme nicht weiter. Ich frage die, ich habe keine Chance. Was macht denn da die CDU? Ne? Und dann sagte die, weiß jetzt auch nicht, sie macht sich Gedanken, sie meldet sich bei mir. Rief die 2 Tage später an und sagte, ich hätte einen Termin mit dem Chef vom Arbeitsamt. Und dann bin ich dann dahin. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Ich habe gesagt, ich mache nicht die Umschulung hier in Freiburg in dieser Multimedia-Minischule da, weil da kriege ich nachher keinen Job. Das kann sich das Arbeitsamt sparen, ich kann mir das sparen. Ich muss auf eine richtig gute Schule, die kostet halt 2000 D-Mark im Monat und die ist leider in Berlin, aber so ist es halt einfach. Und dann meinte der ja, er weiß jetzt auf spontan auch nicht, was er machen kann, er guckt, was geht. Dann rief er mich 2 Tage später an und meinte, ja, der Europäische Sozialfonds, darüber könnte er es finanzieren. Und dann die Schule finanziert, den Umzug nach Berlin finanziert, die Wohnung dort finanziert und dann konnte ich das machen. Wow, okay. Also so auch hast wieder du Hebel in Verbindung oder in Bewegung gesetzt, die ohne genau zu wissen, was passieren würde, aber untätig sein hilft dir nichts, wie jetzt gerade in der Krise auch, haben wir in der letzten Episode gehört. Untätig sein hilft dir nichts und wen kann ich anrufen und versuchen, sich dann nach oben durchzutelefonieren im Grunde, bis irgendeiner da ist, der doch Hilfestellung bieten kann. Ja, ganz. Wie sicher warst du dir denn, dass das erfolgreich sein würde? Oder gar nicht. Einfach nur gar nicht, nee. Ich war überhaupt gar nicht sicher. Es ist einfach nur ein Probieren gewesen. Wie ich eben schon sagte, wenn du nicht in Angst erstarrst, dann machst du dir Gedanken wie, was geht denn jetzt? Wie kommst du da raus? Was kannst du machen? Und dann kommen die Gedanken kommen mir einfach. Ne? Ich überlege mir jetzt beim Arbeitsamt anzurufen, sondern der Gedanke kommt einfach. Oder so. Weißt du? Und aber wenn du einen angstfreien Kopf hast, dann kommen, hätten auch ganz andere Sachen kommen können. Das war jetzt das, was mir gekommen ist. Hätte auch sagen können, ich hätte da angerufen beim Rathaus, leck mich am Arsch. Du wählst ja immer die Grünen oder was weiß ich, von der CDU ist nichts so oder da ist gerade keiner da oder mir wäre der Gedanke gar nicht gekommen oder was auch immer, keine Ahnung. Ja. Okay, also ein starkes Mindset, vielleicht aus deiner Familienrucksack-Historie mitgegeben und auf jeden Fall sehr inspirierend, finde ich, für Menschen, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen auch oder auch Unternehmer, die jetzt gerade darüber nachdenken, wie kann ich denn mit dieser Krise jetzt umgehen, die eher sich gelähmt fühlen, zu sagen, also sich an dir gewissermaßen ein Beispiel zu nehmen und zu sagen, okay, was kann ich konkret tun? Selbst wenn das Ergebnis ungewiss ist, aber sich nicht zu bewegen, also keine Entscheidung, ist auch eine Entscheidung. Und zwar die denkbar schlechteste im Zweifelsfall. Und dein Weg ging ja dann weiter, um es kurz zusammenzufassen, dass du durch diesen Job, den du nach der Umschulung gekriegt hast, in der Lage warst, dann auch eine Eigentumswohnung zu kaufen und dann über die Jahre abzubezahlen. Und irgendwann hast du dir überlegt, mit deiner Frau zusammen einen Gastronomiebetrieb, gesundes Fastfood in Freiburg zu eröffnen, den du jetzt seit 10 Jahren mit 2 Standorten betreibst und du bislang, falls nach der Krise nicht ihr sehr frei denkt und neue Optionen tatsächlich angeht, in Richtung Franchise weiter ausbauen möchtest, Franchise-Nehmer gewinnen möchtest und im Zweifelsfall bundesweit Standorte aufbauen möchtest. Genau. Wie das jetzt natürlich mit der Krise ist, weiß man nicht, in welche Richtung das geht. Da muss man jetzt abwarten. Genau. Martin, ich danke dir herzlich für diese inspirierenden Worte, diese beispielhaften Worte, die vielleicht den einen oder anderen insbesondere motivieren, doch ernsthafter über die Existenzgründung, die Selbstständigkeit nachzudenken, weil selbst die vermeintlich schlimmsten Sachen möglicherweise gar nicht so schlimm sind, wenn man selber denn in der Lage ist, dann auch noch frei zu denken. Das ist vielleicht das, was man am ehesten vielleicht vorher hinterfragen sollte, oder? Ist man der Typ dafür, der das aushalten kann? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was du da gerade sagst, dass man sich überlegen muss, packe ich das? Aber ich glaube, dass Leute, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, schon auf dem richtigen Weg sind, weil, sag ich mal, Leute, die
Angst haben, die machen sich, denen kommt gar nicht mehr die Idee, sich selbstständig zu machen. Wenn du im Kopf hast, ja, ich möchte mich selbstständig machen, dann hast du schon eine gewisse Bereitschaft, Risiko einzugehen. Dann bist du nicht mehr ganz komplett verängstigt oder sowas. Ne? Dann bist du schon ein bisschen frei im Kopf. Und die Leute, die sich selbstständig machen möchten oder die Leute, die sich selbstständig gemacht haben und jetzt in der Krise Panik haben, da kann ich nur sagen, versucht es einfach cool zu bleiben. Zu gucken, was geht, keine Angst zu haben, nach vorne zu schauen, weil Angst hilft ja auch gar nicht. Wenn ich jetzt, ich könnte auch denken, hey, nächste Woche werde ich vom Auto überfahren oder ich könnte Hirntumor haben, könnte ich alles haben. Selbst wenn ich jetzt die Diagnose hätte, Tumor oder sowas, dann sollte ich doch versuchen, nicht daran zu denken, hey, in 6 Wochen sterbe ich, weil ich könnte ja auch nicht sterben. Und wenn ich dann sterbe, dann ist an dem Tag früh genug, dann Angst zu kriegen. Das hört sich so leicht an, aber wenn ich im Vorfeld es schaffe, angstfrei zu sein, dann ist super. Aber den Moment zu genießen, ist das Fantastische, was du machen kannst. Und wenn du in dem Moment, wo du gerade bist, lebst, dann ist alles in Ordnung. Und selbst wenn ich mir jetzt Angst machen würde im Vorfeld, vor Krebs, vor Pleite, vor was auch immer, hilft es ja in der Situation in der Zukunft nicht. Dadurch kriege ich halt nicht keinen Krebs oder dadurch werde ich ja nicht pleite. Ganz im Gegenteil. Ich kann dann noch die Zeit bis dahin einfach genießen und vielleicht passieren in der Zeit einfach Sachen, hey, wo du vorher nie darüber nachgedacht hast, wenn du sagst, hey, ist doch cool, was jetzt passiert, jetzt kann ich vielleicht das und das und das machen. Also da eine Offenheit für zu haben, ist super. Das sind wunderbare Schlussworte, denen möchte ich gar nichts hinzufügen, außer ein ganz herzliches Dankeschön für diese inspirative Quelle, die du uns hier geboten hast. Und ich werde in den Shownotes hier noch eure Kontaktdaten reinsetzen zu eurem Unternehmensprofil, falls ein zukünftiger Selbstständiger bei euch mal anklopfen möchte. Und auch zu eurer Facebook-Seite, Instagram und wo ihr so vertreten seid, da kann man ein bisschen mehr über euch rausfinden. Sehr gerne. Steffen, vielen Dank, war sehr interessant, hat Spaß gemacht mit dir. Dank dir, hat mir auch Spaß gemacht. Macht es gut alle zusammen, bis bald und kommt gut durch die Krise. Ciao. Gerne, du auch. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.